Herr präsident! Schon im vorfeld des gipfels wurde ja angekündigt dass keine entscheidungen gefällt werden sondern nur weichenstellungen erfolgen sollten. allein diese weichenstellungen setzen meines erachtens den bisherigen zentralistischen irrweg fort dieser irrweg der die eurozone ja in die sackgasse geführt hat. anstatt den pleitezonen die möglichkeiten zu geben sich aus der eurozone zurückzuziehen wenn es notwendig ist wurde ja über eine fiskalunion also über die brüsseler kontrolle der nationalen budgets diskutiert. nun ist eine stärkere aufsicht systemrelevanter banken zweifellos zu begrüßen. schließlich haben ja undurchschaubare spekulationen dazu geführt dass eine bank nach der anderen mit steuergeldern gerettet werden muss. indes wird eine noch so gute bankenaufsicht keinen substanziellen beitrag zur beendigung der eurokrise leisten können weil es dazu zweifellos einer totalreform der währungsunion bedürfte. aber statt hier endlich die notbremse zu ziehen soll die eurozone offenbar weiter zentralisiert werden. von einem einheitsbudget für die eurozone und darüber hinaus von eurobonds ist die rede was ja nichts anderes als eine unwiderrufliche vergemeinschaftung der schulden bedeuten würde. danke!